meine Lieben, zum 7. Dezember. Ja, heute haben wir einen Tag, wo ihr alle ein bisschen aufpassen solltet. Wir haben vielleicht nicht so gute Laune und das ist bei allen so und deswegen kann man so ein bisschen aufeinander krachen. Bitte ein bisschen Rücksicht aufeinander, ein bisschen, ja, die Zunge im Zaum halten und sich beruhigen. Einmal tief durchatmen und sich die ein oder andere giftige Bemerkung einfach verkneifen. Ja, und das kann sich halt bis zum Abend durchziehen. Also seid bitte heute schön vorsichtig, seid nett zueinander und ja, anstatt was Negatives zu sagen, entweder gar nichts zu sagen oder einfach das Thema wechseln oder was anderes, ja. Also, wie gesagt, seid ein bisschen vorsichtig, dann wird das schon werden. Mein lieber Wassermann, wir sind beim 7. Dezember und wollen mal schauen, was die Karten für dich zu bieten haben. Wir haben, du sollst für deine Dinge einstehen. Das ist ja nicht verkehrt. Wir haben heute nicht so gute Laune vielleicht oder dich umgibt auch nicht so gute Laune. Du sollst zu deinen Dingen stehen, aber das kann man auch mit Charme. Wir haben hier unwahrscheinlich, je nachdem, ich denke mal, dass du heute einen großen Coup landen wirst, dass du damit dich durchsetzen kannst vielleicht, weil einfach die Stimmung insgesamt nicht so optimal ist. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht dazu kommt, sondern dass es sich vielleicht heute nur ein bisschen verzögert. Wir haben Vergebung. Diese Situation bietet dir die Gelegenheit zu heilen, zu wachsen und negative Muster abzulegen. Halte die Intention aufrecht, das innere göttliche Licht und das Gute im Herzen der anderen Person zu sehen. Wir werden dir helfen, Gedanken, Gefühle und Energien loszulassen, die es dir bisher unmöglich gemacht haben, dem anderen zu vergeben und werden dich auf eine höhere Ebene von Frieden und Mitgefühl erheben. Ja, vielleicht kannst du nicht sofort vergeben, aber du könntest ja zumindest darüber nachdenken, ob es etwas gibt, wo du ein bisschen nachsichtiger sein kannst. Wir haben den Kompass, sich neu orientieren, schauen, in welche Richtung das gehen könnte. Also ich denke mal, dass du natürlich für deine Dinge einstehen sollst, aber ein Kompromiss zu finden heißt ja nicht, seinen Standpunkt aufzugeben, sondern sich eben um das Gemeinsame zu kümmern. Und das solltest du auf jeden Fall heute tun, mit Frohsinn, mit positiver Energie, sofern möglich. Und wenn das nicht da ist, dann warte halt, bis es soweit ist. Das wird auch wieder besser. Also, dann sehen wir uns morgen.